Und damit herzlich willkommen zurück zu Distant Reality Tweak und Levitating Cubes. Wahrscheinlich aber hat uns in dieser Folge, wenn ich irgendwie sowas wiederkommt wie Karonsch. Ach Gott. Ich darf daran nicht denken. Karonsch halt. Wer es nicht gesehen hat, letzte Folge, der Anfang direkt. Schauder. Einfach nur Schauder. Das sieht. Das sieht cool aus. Das gefällt mir. Mal gucken, was die Strecke noch so alles zu bieten hat. Das war überraschend. Darauf habe ich dann. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich will diesmal nach oben. Bei der anderen Strecke bin ich nach unten gefahren. Hier will ich jetzt mal nach oben. Zu den Laserstrahlen. Des Todes. Aua. Danke. Da links ist wieder ein Tor, der am verrückt spielen ist. Ey! Mach doch nicht sowas. Ich muss mich kratzen. Es tut mir leid. Hat gejuckt. Ich hasse es, wenn es juckt. Wenn man nichts machen kann. Zum Beispiel gerade einkauft, beide Hände voll die schweren Taschen. Und dann fängt auf einmal die Nase zu jucken. Und ihr könnt es gerade nicht ablegen oder so. Boah, die Hölle. Naja, nicht. Ja, okay. Es gibt wahrscheinlich Sachen, die schlimmer sind als das, aber ist trotzdem nicht nett. Ist trotzdem nicht. Wenn ich mich nicht kratzen kann oder so, das ist. Boah, bin ich hibbelig. Aber okay, das ist nur mal meine Aussage. Okay. Ich dachte, ich werde zerstört, weil es sah so aus, als wäre das. Naja, schwitziger Boden. Aber glücklicherweise war es das nicht. Hübsche Korkendingsbumszieher Döns. Ich hab's angeschafft. Oh, das ist wieder eine Strecke. Warum haben wir jetzt so viele Strecken ohne Nitro-Begrenzung? Ran hier. Oh, und ich will da oben ran. Ich will da oben rauf. Verdammt. Ich will da oben rauf, definitiv. Ich will wissen, was das ist. Ich will nicht hier unten lang. Achso, ja, klar, überhaupt nicht. Naja, Levitating Cubes, auf zum nächsten. Was war jetzt der Unterschied zwischen den... Naja. Wie dem auch sei. Ich will ja nicht alles wissen. Ich muss hier alles wissen. Ich hätte jetzt gleich wieder vergessen haben. Und dann nachts so, was war auf der unteren Strecke? Ich muss es wissen. Aber höchstwahrscheinlich eher nicht, weil, naja. Ich habe noch genug andere Strecken und die werden mein Gehirn wahrscheinlich so oder so überfluten. Und dann, naja. Werde ich wieder vergessen. Ich kann gerade kein Nitro geben. Du die. Davon ist wahrscheinlich. Checkpoint, ja. Und Sprungi. Ich mag die diese Optik von dem Boden. Okay. Ich habe das nicht gesehen, dass ich die berührt habe, aber ist in Ordnung. Ich habe es wirklich nicht gesehen. Ich hätte eher gedacht, genau, dass sowas passiert. Aber nein, war es anscheinend nicht. Checkpoint, danke. Ja, ran. Wenn man sieht so viel von der Strecke dann, das ist auf jeden Fall eine coole Strecke. Auch Optik. Ja. Nur das da. Hey! Ich mag sowas überhaupt nicht. Ah, das ist. Da muss man so über 534,7 Richtungen denken, wie man den Controller lenken muss. Damit man. Das soll das. Man soll sich runterdrücken. Das sollte das Symbol heißen. Das erinnert mich an die eine Adventure-Map-Strecke, also ja, von der Kampagne, wo man hier das hier bekommen hat. Da gab es ja auch sehr viele von denen. Okay, das ist ein bisschen gemeiner, wie man da rankommt. Interessant. Links. Bitte, danke. Ich hätte jetzt rechts fahren müssen, weil letztes Mal bin ich schon mal links gefahren. Choo-choo.
Hi. Ah, das ist... Dieses Wusch, das irritiert mich voll. Ich weiß nicht, was das macht. Gibt das mir Boost, oder? Ach, das geht... Ja, das ist wirklich ein Boost. Heilige Scheiße. Kann davon einfach nicht 50.000 zusammenpacken. Packen. Man hat dann, man ist dann wirklich Need for Speed. Okay. Pannen. Man sieht nicht immer, wo es hingeht. Ah, sieht das... Das ist cool mit dem... Verdammt. Ich guck zu viel außen rum, dass ich die Strecke nicht mitbekomme. Das ist mein Problem gerade. Ran, danke. Das ist echt... Das ist eine coole Strecke. Auch nicht so ultra hart. Was für ein... Advanced. Okay, das ist... Ja, okay, dann verstehst du, dass es nicht so schwer ist. Ich hab da gerade nach oben links geguckt, da steht ja mal, wie die Strecke bewertet ist von der Schwierigkeit gerade her. Und Nightmare ist halt eben das Schwerste. Und Advanced ist halt eben einfach nur für jemanden wie mich. Obwohl das nächsthöhere auch schon noch geht. Ich weiß gar nicht, was das nächsthöhere ist. Aber das sieht echt cool aus. Mir gefällt das. Und jetzt. Das nur sowas gefällt mir nicht. Da bin ich absolut scheiße. Ich bin von diesem Boost immer irritiert. Aber wirklich irritiert. Checkpoint. Und die Strecke ist auch wieder sehr lang, muss man sagen. Für den Sprint. Ach nee, nicht schon wieder sowas. Ja, so fliegen, okay. Ich hab's verstanden. Ah, da ist das Ende, okay. Haben wir jetzt zwei Strecken hinter uns oder ist das... Scheiße. Oh, wenn teilweise die Strecken so lange sind, komm, ich weiß ich nicht. Nee, ich hab doch gerade die Feuer erst angefangen, oder? Levitieren den Cube. Ich guck mal ins Hauptmenü. Mainmenü. Nee, das... Doch, Reality TV kannten wir zuerst, oder? Ja, gut. Oh Gott. Siehst du, ich habe schon wieder vergessen gehabt, dass ich... Ja. Aber okay. Ach Gott. Wenn nicht, naja, ist es nun mal so. Aber okay, dann war es das mit der Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls euch der Part gefallen hat, lasst doch ein Like da. Wir sehen uns in der nächsten Folge dann bei Destination Unknown, It's Finished und Holo Project ja wieder. Bis dahin. Cheerio.